Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zur Resident Evil Remake, Resident Evil 1, und wir halten unsere Waffe in die Wand. Und genau, liebe Freunde, wir haben halt letztes Mal die Maske ohne alles gefunden. Maske ohne, eine Todesmaske ohne Nasenauge und genau, und wir wollten ja nach draußen gehen. Und diese drei Masken einmal da einsetzen. Wir haben nämlich noch eine und wir haben da noch eine. So, das heißt, wir können da im Garten was machen. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir das jetzt auch. Ist halt nur blöd, dass wir hier nicht durch die Tür kommen, sondern immer wieder außen rumlaufen müssen. Aber das ist halt so. Da ist halt die Tür kaputt gegangen. Ist hier auch nicht gerade ungewöhnlich in so einem alten Haus, ne? Also, das Haus hier, das war, wo wir drin sind, ist bestimmt schon 100 Jahre alt. Oder 120 da. Zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rausgekommen ist. Und, genau, ich hoffe mal, dass wir da, ja, was soll ich dazu sagen? Dass wir da nicht draufgehen. Weil beim letzten Mal, als wir draußen waren, habe ich gelesen, dass da irgendwie Feuer auf uns zukommt und ist doch direkt hier. Ist doch direkt hier, oder? War doch hier. Geh mal raus. Genau, und dass, wenn wir die Masken einsetzen, dass wir da irgendwie schnell raus müssen oder so. Das wäre ziemlich doof. Okay. Gibt's hier was? Nein. Okay. Okay. Wieder hier runter. So, hier hinten runter. Genau, in diesen sehr, sehr tiefen Keller. Falls ihr euch erinnert, in der zweiten Folge waren wir, glaube ich, hier. Und oh Mann, das ist ganz schön gemein hier. Ganz schön ungemütlich. Ja, wir brauchen vier Masken. Eine Steinschaufel mit einem Loch anstelle der Augen. Okay. Die Maske passt genau. Okay, das ist eklig. Augen, Nase, Mund. Todesmaske, ohne Mund. Okay, dann ist es die hier oben. Das ist widerlich. Was ist das? Was ist das hier für eine? Loch anstelle der Nase. Die Nase haben wir nicht, sondern wir haben hier den Mund. Nase. Das brauchen sie nicht. Okay. Dann muss die Maske hier rein. Hä? Wie jetzt? Ach so, wir stehen nicht richtig davor. Ja, okay. Dann hier. Hä? Maske ohne Mund. Die Maske passt genau. Die Maske passt genau, hä? Okay, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Hä? Wieso das denn? Maske ohne Mund. Maske passt genau. Also eigentlich... Loch anstelle der Nase. Und was haben wir hier? Loch anstelle des Mundes. Ja, aber das ist doch hier... Ich wollte schon sagen. Oh Gottes Willen. Da kommt dann ein Zombie raus oder so, ne? Aber gut, wir brauchen hier noch eine. Alles klar, das habe ich jetzt natürlich nicht mehr im Kopf gehabt. Dass wir da ganze vier Masken brauchen, aber... Okay, wenn wir das nächste Mal da reingehen, nehme ich die Schrotflinte mit. Ich weiß nicht, was da in diesem Sarg drin ist. Ich will es auch gar nicht wissen eigentlich. Aber wir werden es wahrscheinlich irgendwann rausfinden müssen. Okay, aber erstmal noch nicht. Okay, sehr gut. Das heißt, wir können in dem Haus nochmal weitermachen. Nochmal kurz gucken, wo wir noch unentdeckte Bereiche haben. Ich denke mal, das war... Ja. Gleich hier in der Nähe. Da sind wir ja rein. Genau. Können wir da vorne jetzt rein? Schauen wir mal gerade. Wenn wir nämlich jetzt den Schildschlüssel finden, dann... also hier können wir hier rein.
Ah, Rüstungsschlüssel. Sehr schön. Wieder ein neuer Raum für uns. Mal gucken, was sich hier drin, hier hinter versteckt. Und. Oha, was ist denn hier? Ein Gar. Oh nein. Okay, ich weiß. Rebecca! Alpha Team, we're here to rescue you. Richard, what the hell happened to you? Chris, this place. Get your team out of here. Demons everywhere. Don't talk. He seems to have been bitten by a poisonous snake, but the size of the bite mark is huge. It's not just any ordinary snake. Take my word for it. He needs serum. I left it in another room. I'll go get it. Please hurry. Hold on. I'll be back. Ja, Freunde, wir haben Rebecca wieder getroffen aus Resident Evil Zero. Sie sieht sogar das gleiche Outfit an. Ja, das ist der Serumraum, ne? Erkennen wir. Sie hat sogar das gleiche Outfit an wie auch im... ja, wie kommen wir da jetzt am besten hin? Ja, genau, einfach links durch. Das gleiche Outfit an wie im Zero und hat sogar die gleiche Stimme. Sieht genauso aus, ist halt die gleiche Grafik-Engine. Und ja, Rebecca und unser Kollege wurde halt von einer riesigen Schlange gebissen. Und ja, wir müssen ihm jetzt so schnell wie möglich, glaube ich, also im Original war es so, so schnell wie möglich jetzt den Serum holen. Möglichst ohne Umschweife. Ah, was macht der denn? Seit wann... Was machst du denn? Mitten im Weg hier. Seit wann bist du denn im Weg, du blöder Zombie? Wir haben hier Besseres zu tun als... Zum Glück haben wir die Zombies hier kaputt gemacht. Wir haben Besseres zu tun, als uns hier durch Zombies aus dem Konzept bringen zu lassen. So, schnell hier rein. Schnell in den Serenraum hier. Schneller. Ich glaube, wir haben irgendwie 5 Minuten oder so dafür. Damit der Typ vielleicht noch mal überlebt. Aber, so. Hier, Serum mitnehmen. Wie geht's uns? Gelb. Dann nehmen wir hier nochmal kurz... Hallo? Hallo? Machst du mal die Kiste auf, bitte? Hallo, ey. Nee. Nee. Jetzt ist gerade... Warum macht der nicht die Kiste auf? So, jetzt. Das ist ein bisschen blöd. Aber gut. Nehmen wir uns wieder... ein grünes Knopf mit. Damit wir uns wieder heilen können. Und jetzt schnell zu dem Richard. Zu unserem Kollegen Richard. Ich hoffe, dass wir das jetzt noch schaffen. Aber nicht, wenn die Kamera so spackt. So. Kollege Richard, wir kommen mit deinem Serum. Das mussten wir nämlich auch bei Jill machen im Original. Deswegen wusste ich noch genau, wo das Ganze ist. Sie haben es uns ja jetzt aber auch auf der Karte gezeigt, ne? Aber, nee, tatsächlich, ich wusste es noch. Der Zombie ist echt wieder hier vorne, was soll das denn? Na gut, dann tüppeln wir wieder hier auf die Seite. Das hat mich echt gebissen, ich glaub's nicht. Ich glaub das nicht, ne? Aber okay, Freunde. Rebecca, Richard, wir sind unterwegs. Hopp, 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 hopp. Die 5 Minuten sind gleich rum. Denke ich. So, und dann hier wieder. Ja, das Abenteuer mit Rebecca, Resident Evil Zero, haben wir ja hier vorgespielt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, würde ich es euch empfehlen. Es war ein sehr schwieriges Projekt. aber hat aber trotzdem genauso viel Spaß gemacht. Okay. So, das über. Kollegen, wir sind da. Rebecca. Ich hoffe, das ist, was du wolltest. Danke. Ich werde dir jetzt einen Schuss geben, Richard. Häng in da.
Here. Take it. It's a radio. Take care of yourself, Rebecca. Richard. He's okay. He's just unconscious. Rebecca, it's not safe here. Let's get Richard to a safer place. Right. Richard's doing well, Chris. He should recover soon. Good. Richard needs you now. As soon as Richard gets better, we'll come after you. Rebecca, you okay with a gun? Yes. All right. I'm going to continue my investigation. Be careful. Okay? Ach schön, wir haben es geschafft. Wir haben Richard gerettet, Freunde. Ey, wie cool. Herunter freischalten. Das Unvermeidliche hinauszögern, okay. Wir gehen nochmal zurück. Ah, ich liebe diesen Soundtrack einfach, der da gerade gespielt wurde. Aha. This room is equipped with all sorts of medical supplies. I could pretty much treat any wound. Want me to treat your wounds? Wir könnten uns hier heilen. Brauchen wir nicht. No, I'm okay. Danke. If something should happen to me, I'm counting on you. No problem. But we're very short on medical supplies, so take care of yourself. Okay, wir könnten jetzt eine gratis Heilung quasi von Rebecca kriegen, aber wir sind ja schon voll geheilt, ne? Take care, Chris. Ja, das machen wir. Ja, Rebecca. Was haben wir mit dir Abenteuer erlebt hier? So. Gut. Das heißt, Richard wird geholfen. Sehr gut. Das Schrotgewehr. Sollen wir das mitnehmen jetzt? Ich weiß halt nicht. Wir haben immer noch den Schwertschlüssel im Inventar. Und hier oben halt die ganze Heilung. Wartet mal, ich mache mal ein bisschen Inventar aufräumen. So. Die ganzen Heilungen, das ist wirklich krass. So. Genau, dann haben wir hier unten die Waffen und fehlende Musik, Windwappen. Die Story-Items, Schwertschlüssel aber noch. So, aber das haben wir, okay. Jetzt sind wir wieder hier hinten. Wir haben das noch, das mit dem Tiger. Ja, wir könnten nochmal versuchen. Was war denn in dem S-Raum noch? Wartet mal. Gut, Rebecca, ich lasse dich mal alleine mit Richard. Auf dass du gut für ihn sorgst. Aber so kennen wir Rebecca. Sie wird ihn schon gut versorgen, da bin ich mir sicher. So, kommt jetzt was reingesprungen? Nein. Okay, das ist gut. Wie ich immer wieder damit rechne, das ist unglaublich. So. Ist auch nichts. Wunderbar. Okay, dann können wir weitermachen. Hier war der Tiger. Da war noch nichts. Was war denn in dem Esszimmer jetzt noch? Und hier vorne in dem Raum war ja auch noch. Der Zombie ist weg. Okay, dann gucken wir uns den Raum hier nochmal an, weil hier war auch noch was rot. Was war denn hier nochmal? Ich suche jetzt gerade die letzten Räume ab, tatsächlich. Ach, hier war Schloss Neuschwanstein, ne? Aufspiel. Ach, das mit dem Klavier, okay. Da können wir tatsächlich noch nichts machen. Da brauchen wir ja noch das vollständige Notenblatt, was auch immer. Und, gut. Dann gucken wir. Gucken wir mal, was ich jetzt in dem Esszimmer vergessen habe. Das ist ja interessant. Weil das Ding haben wir mitgenommen. Die Uhr, ne? Die Uhr. Die läuft noch. Die kann man aber verschieben. Kann man die so verschieben? Die wird verschoben, wenn wir das andere Medaillon da einsetzen. Aber wir haben doch hier jetzt nichts mehr, was wir hier aufnehmen können, oder? Nee, hier brauchen wir einfach das Goldemblem.
Das heißt, wir können hier auf der Seite jetzt nichts mehr machen. Hier oben? Da oben können wir vielleicht noch was machen. Ah! Aber das kann nicht sein. Doch, wir müssen jetzt noch einmal da zurück. Ansonsten könnte man noch mal... Da draußen ist der kleine Schlüssel. Da können wir nicht rein. Da können wir nicht rein. Das ist ja der komische Bereich. Okay. Das heißt, wir müssen tatsächlich da oben weiter. Oh Gott. Ich werde jetzt aber noch nicht gegen die Schlange kämpfen. Das könnt ihr euch abschminken. Ich vermisse da nämlich eine Waffe für. Und können wir hier vielleicht noch mal was machen jetzt? In diesem creepy Raum hier. Rechts und links neben der Tür sind achteckige Einbuchtungen zu sehen. Okay. Da können wir nichts machen. Okay. Na gut. Dann gehen wir jetzt nochmal hier hoch. Gucken wir mal da, wo wir Richard begegnet sind. Und ja, finde ich cool, dass jetzt hier Rebecca auftaucht, ne? Ich meine, das war, glaube ich, im Original, wenn wir da Kids gespielt hätten. Wäre Rebecca auch aufgetaucht, aber ich finde es halt auch echt geil, dass die genauso aussieht, genau das gleiche Grafikmodel wie bei Resident Evil Zero. Das ist schon cool. Das ist schon richtig cool. So, dann schauen wir uns mal hier weiter um. Hier waren Kräuter, ja, genau. Okay, ein Zombie. Das war schon oder was? Nö. Der steht doch nochmal auf hier. Den verbrennen wir. Nein. So ein Mist. Warum nehme ich denn nie mein Dings mit? Mein Kerosin, verdammt. Weil hier in diesem engen Gang mit einem Crimson Head rumzulaufen, da habe ich echt keine Lust drauf. So, was haben wir denn hier jetzt nochmal? Genau. Hier oben, Freunde. Und da rennt noch ein Zombie rum. Okay. Okay. Hallo. Oh, wie fies. Wie fies. Boah, wie viel hält der aus? Wie viel hält der aus? Lebt immer noch. Jetzt ist er weg, okay. Na gut. Das können wir ja verbinden. Ist ja kein Problem. Und die Body hat genau gereicht. Alles klar. Hier oben brauchen wir einen Schildschlüssel. Ja. Ein Schildschlüssel. Seht ihr? Genau. Und da oben gehen wir bitte noch ganz lange nicht hin. An der Wand sind Blutflecken. Die sehen frisch aus. Ja, da... Nein. Einfach nein. So, wir gucken jetzt noch hier diesen einen Raum an. Und dann hole ich mir unbedingt mein Kerosin wieder, weil die beiden Zombies, die bist unbedingt weg. Ah, Munition. Dankeschön. Kann ich auch überhaupt nicht gebrauchen, ne? So, dann haben wir jetzt hier... Ah, ich kann mich an diesen Raum erinnern. Ja, Moment... Da können wir nämlich was verschieben, wie ihr seht. Können aber auch hier Licht anmachen. Ne, weil ihr seht ja diese Kerzen hier. Ein Kerzenhalter ohne Flamme. Da wir das Feuerzeug haben, können wir hier Licht anmachen. Hehe, genau. So, da haben wir jetzt unsere Gewehrmunition. Sehr schön. Aber ich hoffe, dass hier noch was war. Die Regale sind voller Weingläser. Ja, bedien dich. Ich meine, hier gut, hier ist kein Wein, aber... Trotzdem, ich meine... Unten im Keller gibt's genug Wein. Grüß, Mensch. Ah, okay. Noch ein Zombie, den wir irgendwie nicht... Na gut, aber der ist erstmal... Okay, der ist eh ein Körper. Wunderbar. Wobei wir hier eh nicht mehr rein müssen, aber... So, hier. Ah, Notenblatt. Die Regale sind voller Weingläser. Okay, wir haben Fortschritt.
Und das war's hier eigentlich schon in dem Raum. Ja, mehr ist hier echt nicht. Cool. Dann haben wir das. Dann war hier noch irgendwas rot. Was ist das denn? Ah, eine Blendgranate. Perfekt. Sonst müsste es hier auch gewesen. Ah, jetzt ist es hier auch gewesen. Wie gesagt, hier hoch möchte ich erstmal noch gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Weil ich weiß, was da oben kommt und das gefällt mir nicht. Aber wir haben ja zum Glück erstmal nochmal was anderes zu tun. So, ich muss unbedingt diese Zombies hier verbrennen. Haben wir hier in der Nähe einen Speicherraum? Ist sogar relativ in der Nähe. Einfach hier komplett den Gang durch. Da werde ich die beiden verbrennen, aber ich habe keine Lust auf Kümstnetz. Wirklich nicht. Na gut, dann... verdammt. So. Aber ich finde es auch schön, ja... wie lange wir hier in diesem Herrenhaus tatsächlich sind, ne? Das ist auch der Flair so vom ersten Teil noch gewesen. Man hat richtig lange Zeit in diesem Herrenhaus verbracht. Und ohne, dass es irgendwie ekelhaft wurde. Und das finde ich genial, wirklich, weil ich liebe dieses Herrenhaus. Einfach die Einrichtung und die Atmosphäre und alles. Ach, herrlich. Und, genau. Und die Musik, die hier im Hintergrund läuft, in der oberen Etage, erinnert auch voll an den an das Original. Okay, generell die Musik hier im Hintergrund. So, das heißt, wir können das ablegen. Das hier können wir auch ablegen einmal, wenn wir da mal am Platz angekommen sind. So, dann brauchen wir jetzt die den Treibstoff kann ich es auf jeden Fall. Und die fehlende Musik. Das hier kombiniere damit. Dann haben wir jetzt hier das Notenblatt. Ist richtig Titel. Mondscheinsonate. Es ist hier nämlich vollständig. Ha! Die vollständige Partitur der Mondscheinsonate. Gut. Dann. Verbrennen wir erstmal die beiden Zombies da hinten. Weil ich möchte nicht, dass sie wieder aufstehen, auf keinen Fall. Wie gesagt, auf Crimson Heads habe ich keine Lust. Und danach gehen wir mal in den Klavierraum. Der war doch auch hier in der Nähe, glaube ich. Im unteren Bereich war der ja. Mhm. Genau, hinter dem Esszimmer. Ja, so langsam kommen die Erinnerungen an das Herrenhaus wieder. So, hier. Genau, hier war das. Und dann kriegen wir da das Gold im... Ah ja, sehr gut. Okay, ich habe jetzt wieder einen Plan hier in meinem Kopf. Okay, einmal verbrennen, bitte. So. Keine Lust auf Crimson Heads. So, und rennen da weg. Zack. Brenne. So, du bist für immer tot. Oder wie man dich auch nennt, du warst ja schon tot. Keine Ahnung, für immer, ja, weg. Keine Ahnung, weg, kann man sagen. Und der hier auch, der muss unbedingt weg. Hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. So, verbrenne. Ach, gut. Dann haben wir noch... Irgendwo haben wir noch zweimal Kerosin, glaube ich. Müssten wir eigentlich auch nochmal auffüllen, aber... Erstmal nicht. Machen wir erstmal das mit dem Klavierspiel. Genau hier diese Musik, Freunde, die ist auch aus dem ersten Teil, das ist also auch aus dem Original. Das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, aber klar. War nur am Anfang halt eine Trompete und hier ist es ein Chor. So, sind wir hier auf dem richtigen Weg? Ja, sind wir. Okay. Dann machen wir das mit dem Klavier schnell. Das kriegen wir noch hin. Wenn Chris denn Klavier spielen kann, da bin ich mir nicht so genau sicher. Ich meine, bei Resident Evil Zero hätte ich auch gedacht, dass Billy kein Klavier spielen kann. Am Ende konnte er spielen. Also ich denke schon, dass der Chris das hier hinkriegt. So. Und, ja. Dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, das Projekt. Resident Evil 1 ist wirklich, ja. Macht Laune, muss man sagen. Macht Laune. Ja.
Macht einfach Spaß, so ein schönes Remake zu spielen vom ersten Teil. Wo noch vieles gleich ist. Und ja, man kann sich noch so an ein paar Sachen erinnern, aber das Schöne ist ja, dass es hier neue Sachen gibt. Hm, das macht das Ganze mal wieder zu einem total neuen Spielerlebnis. So. Chris, dann benutzt mal dein Notenblatt. Er kann nicht Klavier spielen. Okay. Rebecca. That sounded like Moonlight Sonata. Can you play? Was that? My interpretation is off a little. Let me practice for a while. Okay, das hat sich ein bisschen schief angehört. Aber ja, dann üb. Sure. But don't get too carried away. Oh, I won't. Okay, sie übt da jetzt. Okay. Das hört sich aber besser an. Das hört sich besser an. Oh, shit. Nein. Können wir dir helfen? Okay, Rebecca kann Klavier spielen, aber nicht so gut. Okay. Ja. Das ist schön. Das hat nämlich auch Jill im ersten Teil gespielt, also im Original. Och, Rebecca. Rebecca übt Klavier. Können wir da irgendwas für dich tun? Okay, sie braucht noch ein bisschen Zeit scheinbar. Na gut. Die Musik bleibt. Cool. Cool. Das ist cool gemacht. Ja, okay, sie übt noch. Alles klar. Können wir jetzt hier hinten was machen? Man hört das bis hierhin, das ist ja geil. Hören wir mal zu. Nee, okay. Kommen wir jetzt hier in diesen Gruselraum. Schwert. Schwert? Warte mal, den Schwertschlüssel haben wir doch im Inventar. Wenn ich mich nicht recht entsinne. Das heißt, wir können hier unten in die Gruselküche rein. Oh je. Will ich zwar nicht hin, aber pff, was sollen wir da machen? Ich glaube, hier können wir auch direkt zu einem Safe-Raum, ja. Oder? Wo war das? Ja, okay. Wir können zu einem Safe-Raum. Sehr schön. Rebecca übt da eine Runde. Okay. Ey, wir hören das bis hierhin. Das ist ja geil. Jetzt nicht mehr. Okay, schade. Gut, aber wir können kurz zu Richard und den Schwertschlüssel, den haben wir doch. Ich warte immer noch, dass hier was rauskommt. Ne? Es ist bescheuert, aber es ist halt so. Ich kann es nicht erinnern. So, dann schauen wir mal, dass wir den Schwertschlüssel mal wieder mitnehmen. So, Richard, bist du jetzt ein Zombie? Richard. Hi, Kollege. Okay, der ist bewusstlos. Alles klar. Er sieht aber so aus wie ein Zombie schon. ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde, der sieht aus wie ein Zombie. So, der Schwertschlüssel. Da können wir den endlich auch mal loswerden hier. Genau, das Symbol. Das Windwappen, ja, das Windwappen könnte man theoretisch auch schon einsetzen, aber
lasse ich erstmal. So, der Treibstoffkanister. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, da die Folge voll ist, würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt sie gerne weiter an den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss, tschüss.